Beste aus Guten Morgen Hessen mit Julia Nestle und Daniel Fischer. Heute ist ein guter Tag. Guten Morgen. Endlich sagt Donald Trump auf Wiedersehen und Joe Biden wird offiziell in sein neues Amt als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika eingeführt. So gegen 17.30 Uhr ungefähr deutscher Zeit wird Biden seinen Eid ablegen und dann nimmt das ganze Prozedere dort ja seinen Lauf, hoffentlich ganz normal und ganz friedlich und ohne die Aufstände, die wir da ja, die furchtbaren Bilder, die wir neulich erst gesehen haben. Ja, ich hoffe auch, dass es alles glatt läuft in Amerika und dass wir einfach sagen, so jetzt bricht eine neue Zeitrechnung an. FFH, das Wetter. Das ist jetzt aktuell teils bewölkt. Es gibt kaum Regen oder Schnee bei +3 bis -2 Grad. Vor allem in den Bergen kann es noch glatt sein. Am Tag wird es deutlich milder als bisher bei 4 bis 10 Grad. Dazu dann gemischt einige dicke Wolken. Im Norden örtlich auch Regen. Sonst aber gerne auch mal Sonnenschein. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen Hessen. Ja, also seit gestern Abend steht es offiziell fest, die aktuellen Corona-Maßnahmen, die werden verlängert, erstmal bis zum 14. Februar. Das haben Bund und Länder gestern in diesem Marathon-Treffen beschlossen. Wahnsinn. Auch bei den Schulen und Kitas wird laut unserem hessischen Ministerpräsidenten Bouffier erstmal alles so weitergehen wie bisher. Was neu ist, es sollen noch mehr Menschen aus dem Homeoffice arbeiten können. Unternehmen müssen das ihren Mitarbeitern anbieten, wenn das eben möglich ist. Und ab Samstag, also jetzt 23., ne, dürfen beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr in Bussen und Bahnen nur noch medizinische Masken. Dazu gehören entweder diese dünnen blauen, diese OP-Masken, ne, oder FFP2-Masken getragen werden. Jetzt gibt es ja tatsächlich einige, die sagen, boah, ich hänge immer noch an meiner Stoffmaske und hatte so eine FFP2 noch nie an. Ja. Deshalb erklären wir heute, was es da alles zu beachten gibt. Ne? Also bei mir ist es jetzt auch erst 3 Tage her, dass ich zum ersten Mal eine auf hatte, eine FFP2, und das ist schon ein anderes Gefühl. Also du merkst, dass die dichter sind und die sind ja relativ fest. Die liegen nicht am Mund auf und du hast auch so eine Nasenklammer aus Alu, die du richtig über die Nase drücken musst. Ne? Also es ist schon ein etwas anderes Gefühl, aber ich finde, man kommt sich sehr sicher mit diesen Dingern vor. Ja. Jetzt ist es wichtig, darauf zu achten, wenn Sie sich eine kaufen. Da gibt es ganz unterschiedliche Standards und eben auch unterschiedliche Preise. Gucken Sie unbedingt drauf, dass da ein CE-Zeichen und ein bestimmter Code mit der DIN-Norm drauf gedruckt ist. Wir haben alle Infos bei uns im Web und in der App nochmal zum Nachlesen, worauf Sie da achten sollten. Jetzt ist das ja eigentlich ein Einwegprodukt, ne? Du setzt die einmal auf, kaufst die in Apotheke oder Drogerie. Du hast gerade den Preis ja schon angesprochen. Ich sag mal, das ist unterschiedlich, ja? Also meine in der Apotheke haben 3 gekostet. Deine jetzt, was hast du gerade gesagt? Von welchem Preis? Ich habe die tatsächlich letzte Woche, ich habe geguckt, dass ich welche aus Deutschland bestelle, die in Deutschland hergestellt wurden. Die haben letzte Woche das Stück, ich habe mehrere genommen, 2,50 Euro gekostet. Ja. Jetzt habe ich gestern geguckt, da haben die mal schlank auf 4,50 Euro erhöht. Das ist natürlich schon krass, ne? Ja, also genau. 4,50 Euro für eine Maske, wow. Ja, deswegen muss man gerade bei denen aus dem Internet, glaube ich, aufpassen. Und auf Dauer, wenn du die nur einmal benutzt und wegschmeißt, wird es super teuer. Deswegen, du kannst diese Masken schon virenfrei machen, zum Beispiel im Backofen. Muss man aber super aufpassen, weil du die Maske so bei allerhöchstens 80 Grad Ober-Unterhitze für eine Stunde in den Backofen packen kannst. Und das kannst du bis zu 5-mal machen, immerhin, mit so einer Maske, ja? Ja, gut. Ist vielleicht auch ganz gut für die Umwelt, wenn man die nicht sofort wegwirft. Also, alle Infos auch zur Reinigung mit deiner Backofenmethode bei FFH in Web und in der App. Na gut, und dann besorgen wir uns alle mal diese FFP2 bzw. OP-Masken. Die verschärfte Maskenpflicht ist also die erste Änderung, Peter. Im zweiten neuen Beschluss geht es auch um die Arbeit bzw. ums Homeoffice. Und da sollen Arbeitgeber verpflichtet werden, ihren Mitarbeitern Homeoffice anzubieten. Dazu soll eine Verordnung vom Bund kommen. Die Tätigkeit muss natürlich zulassen, dass man sie von zu Hause aus machen kann. Und das war es dann im Prinzip schon an Neuem, denn bei Schulen und Kitas, das war gestern ein großer Streitpunkt, da will Hessen nichts an den bisherigen Regelungen ändern. Das hat Ministerpräsident Bouffier angekündigt und später soll es das Corona-Kabinett dann festlegen. Dankeschön, Peter Toussaint aus den FFH-Nachrichten. Also die neuen Maßnahmen sollen laut Volker Bouffier ab dem 23. gelten. Wenn ich darüber nachdenke, diese kleinen, so ein bisschen so zugekniffenen Augen und der Rüssel, wenn der macht,
Oh, also ich bin ja ein ganz großer Fan von Minischweinen aus der Ferne. Ich habe noch nie eins tatsächlich in der Hand gehabt, aber Saskia Ewald, 22 aus Wöllstadt, dank wünscht dir was, dann kriegst du das, hat die bald in der Hand. Ja, sie merken auch, einen Tag später hat Julia die Ringelschwänzchen in den Augen. Saskia hatte gestern um 7 Uhr rechtzeitig angerufen, weil wünscht dir was, dann kriegst du das, als wir ihren Wunsch vorgelesen haben. Und sie kriegt direkt 2 Minischweine von uns, weil die sich in Gesellschaft wohler fühlen. Und wenn wir schon ein Tier verschenken, dann müssen wir auch wirklich darauf achten, dass das unter besten Voraussetzungen leben darf. Ja, und was sagt die Mama, die Ute, eigentlich dazu? Saskia wohnt natürlich noch zu Hause mit, was heißt natürlich, aber sie wohnt noch zu Hause bei den Eltern auf dem Hof, sie ist 22 Jahre alt. Mhm. Ute, wie war das gestern Morgen um kurz nach 7 für dich, als du das gehört hast? Viele ganz liebe Bekannte haben angerufen. Ich dachte erst, es sei was passiert, was Schlimmes. Ja, bis mir dann bewusst wurde, meine Tochter hat bei FFH mitgemacht und hat sich Minischweine gewünscht. Ja. Freut mich für sie, weil sie redet schon lange davon. Jetzt ist es soweit, sie bekommt sie. Ja. Aber Ute, ins Haus sollen die jetzt nicht unbedingt, oder? Wie macht ihr das? Platz haben wir genügend. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wo sie hinkommen letztendlich. Wahrscheinlich in der Scheune einen Schlag abteilen und da weiß ich nicht, ob überdacht, beheizt, keine Ahnung. Auslauf hätten sie auch genügend. Also ich glaube aber schon, denen wird es bei uns gut gehen. Ja, das klingt definitiv so. Herzlichen Glückwunsch. Also die Ewalds in Wöllstadt bekommen schweinischen Familienzuwachs. Es geht um ihre Hände. In diesen Tagen sind die ja ganz schön in Mitleidenschaft gezogen und Julia testet diese Woche ihre Tipps gegen trockene Hände, wenn die Handcreme nicht mehr hilft. Jetzt geht's um unraffinierte Chia-Butter. Habe ich das alles so richtig erklärt? Chia-Butter. Ja. Ja. Ich habe das nachgeguckt gestern extra. Es heißt offiziell Share-Butter. Share-Butter. So. Aha, okay. Ja, dieser Tipp kam von Conny aus Wehrheim. Ja, wir wissen, glaube ich, alle, was man meint. Ich habe die Variante von Conny tatsächlich nicht bekommen. Das war ausverkauft in den Drogeriemärkten hier bei mir, diese unraffinierte. Jetzt habe ich eine Cremetube bekommen, wo immerhin 35% Shea Butter drin ist. Mhm. Die hat so knapp 2 Euro gekostet, also das ging. War total gut aufzutragen, aber ich muss unbedingt nochmal nach dieser anderen Variante gucken, weil das, was ich hier habe, ist halt eine ganz normale Handcreme, gell? Okay, also für alle Tipps gegen trockene Hände, auch bei FFH in Web und App, aber was heißt jetzt nochmal unraffiniert? Die ist komplett natürlich, also rein. Das ist dann unraffiniert. Schönes, so dickes, gelb-weißes Fett, kommt ursprünglich aus Mittelafrika, wird so aus einem Baum gewonnen und das ist diese Masse. Und wie wird das ausgesprochen? Nicht Chia-Butter, sondern Share-Butter. Share-Butter. Ich habe erst gedacht, da ist ein Bayer am Werk, weißt du? Einer, der sein Brot dick beschmiert hat. Jeder Hobby, der Share-Butter. Ja, also so, Share-Butter. Hitradio FFH, Ankes Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Stefan, warum verdrehst du schon wieder die Augen? Suchst du dein Gehirn? Das grillbunte Teil, was du anhast, ist das ein Papageienfell? Zurzeit ist Fashion Week in Berlin. Ich frag mich ja nur, wie viele Zirkusse dafür sterben mussten. Einmal die 4 und die Vogue. Moment hier mal bitte. Achtung, verehrte Kunden. Rechtzeitig zur Berliner Fashion Week eingetroffen, die neue Dieselhandschuhkollektion. Warmwesten von Dolce & Gabbana und maßgeschneiderte Fensterledertücher von Wolfgang Job. Lass mich raten, die Vorlage war sein Gesicht. Also die Top 3 der deutschen Modeunternehmen sind übrigens Hugo Boss, auf Platz 2 ist Zalando und das mit Abstand größte ist Adidas. Stefan, meine beste Freundin Biggie findet meinen Style cool. Was Mode angeht, wirkst du auf jeden wie ein Magnet. Danke, Stefan. Dem ist es auch egal, was er anzieht. Nach 223 Euro sammeln Sie Prada-Punkte. Haben Sie eine Cartier-Card oder sind Sie im Depeche-Mode-Club? Nein. Dann Dankeschön. Bitteschön. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH. Wir sagen Glückwunsch heute am 20. Januar an die lustigsten Tiere, die es gibt, also finde ich zumindest. Heute ist der offizielle Ehrentag der Pinguine. Hm. So, warum gibt es so einen Tag? Einfach um das Wissen über Pinguine zu vermehren, aber natürlich auch, sind wir mal ehrlich, um Pinguinwitze zu machen, ne? Aber die machen nicht wir.
Nein, würden wir niemals tun. Machen die Pinguine über sich selbst und deshalb schalten wir rüber in den Frankfurter Zoo. Ich glaube, die sind auch schon am Feiern, die Pinguine. Unser Lieblingspinguin, der Udo aus Mannheim, der hat das Megafon schon in der Hand. Hören Sie mal. So, jetzt hörst du mal zu, ihr Affeköpp. Gib mir ein U. Gib mir ein D. Und jetzt gib mir ein O. Ja, und was ist es? Udo, Udo, Udo. Ah ja, Party Pinguin People, heute fliegt die Kuh hier im Gehege, das sag ich euch. Heute wird der Helm lackiert, wir tragen alle Frack und wir testen mal, auf wie viel Bämbel Apple wollt basten in der Udo. Nein, hä? Achtung, Laura, mach mal Platz, du hinne. 1, 2, 3, Achtung, Arschbombe! Guten Morgen, Hessen. Mit Julia Nestle, Daniel Fischer und Johannes Scherer.